Willkommen zurück zu dem Afrika-Feldzug und Syndicate. Ja, unsere Agenten sind erfolgreich. Man sieht's, uns gehört schon so einiges, unserem Syndikat. Das ist doch nicht schlecht. Eigentlich müssen die anderen jetzt vor Ehrfurcht erzittern oder uns ein bisschen, ein paar Mark zustecken. Aber Geld ist schon lange kein Problem mehr, deswegen machen wir einfach mal weiter und befreien Nigeria. Satz unbekannt. Wie bitte? Achso, Satz. Ach, der Satz ist die, der Steuersatz. Achso, klar, ja, ganz klar. So, Afrika ist sehr glücklich. Ist immer ganz was Neues. Da können wir die Entwicklungshilfe einstellen. Zeit wird's. So, weiter geht's. Einfach mal alle hier auf. Alle sehr glücklich machen wir auf glücklich. Oh, unzufrieden ist nicht so gut, weil dann fangen sie nämlich gleich wieder an mit irgendwelchem Terror, ne? Und wenn sie unglücklich sind, nicht, dass sie noch woanders hinwandern. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Schön da bleiben, denn da haben sie sich ja schön mollig warm in Afrika. Gerade zu diesen Preisen, was das Heizen angeht, ist das, glaube ich, ganz günstig, wenn sie da unter der heißen afrikanischen Sonne sitzen und sich freuen und sehr glücklich sind. So, weiter geht's mit Nigeria. Was sagt der Auftrag? Der Auftrag, so lautet der Auftrag auf höchster Ebene. Aha, Personalbeschaffung zur Abwechslung mal. Eine Führerin der Widerstandsbewegung gegen die Syndikate, was ist das für ein Schwachsinn, wurde in einer nicht weit entfernten Stadt gesichtet. Sie hat nicht nur beachtliche Führungsqualitäten, sondern auch ein erstaunlich ausgedehntes Netz an Beziehungen zum Untergrund. Wenn wir sie überzeugen könnten, dass wir anders sind als die anderen Syndikate, wäre das ein weiter Schritt in eine vielversprechende Richtung. Wir setzen sie irgendwo in der Nähe der Dame ab. Vergessen Sie nie, die Aktivistin ist eine von den Echten. Also kein... Was sollen Sie sagen? Kein Scheiß-Cyborg? Oder was wollten Sie da schreiben? Na, man weiß es nicht. Info. Taktik. Schicken Sie einen einzelnen Agenten. Alles andere fällt zu sehr auf. Was nicht heißt, dass nicht ein oder zwei weitere Cyborgs als Verstärkung den näheren Umkreis sichern. Falls andere Syndikate ihre Finger und Cyborgs im Spiel haben und es gibt keinen Grund, etwas anderes anzunehmen, können sie dem ersten Agenten bei seiner Aufgabe den Rücken freihalten. Ja, das war's schon. Aha. Geben wir ein bisschen Geld aus für die Kartenansicht. Hätte man vielleicht vorher schon mal machen können, wir haben es doch eh. Aber wirklich, kriegsentscheidend ist das auch nicht, ne? Sieht man ja wenigstens, wo die holde Dame ist, wahrscheinlich nicht. Ja, also eigentlich, ich finde es ein bisschen schade, ne? Das letzte Mal war es ja auch schon so, wir sollen eigentlich jemanden rausholen, ein paar Wachleute und sowas, ja, da kommt aber trotzdem wieder eine Horde von Cyborgs angedackelt und nervt uns, oder Agenten viel eher. Warum? Frage ich mich da, wieso? Naja, Aufmunition in alles, so ein Button hätte ich gern, ein Button, ein Knopf. Aber was sollen wir machen? Ja, was? Gut, haben ein Bömmchen aufgesammelt. Zack. Und wechseln zu... Ich mag ja den Flammenwerfer, aber da bleibt nicht viel übrig, deswegen mag ich ihn nicht so sehr. Was sage ich mit dem Laser? Werden die denn nicht beim Laser auch aufgelöst und sind weg? Bleibt die Waffe eigentlich dann liegen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können ja mal so Stück für Stück in Richtung... Laser als Zweitwaffe, wenn der Trend geht hin zum Laser. Das können wir Spaß mal machen. Jetzt haben wir aber immer weniger. Das war nicht so intelligent, ne? Jetzt haben wir ein Scharfschützengewehr weniger. Und irgendwie bringt die Karte nichts. Können wir auch mal den Schutzschild weg. Warum ich den immer noch mit mir rumschleppe, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut. Einmal so. Fernwaffe wird eingekauft. So, jetzt haben wir wieder vernünftige Zustände, weil das Einzige, was ich brauche, ist der Überzeugutron und das war's. Die Leute krepieren ja auch nicht, von daher Arme brauche ich auch nicht, weil ich benutze nichts Schweres. Das Einzige, was wirklich schwer ist, ist der Flammenwerfer. Das ist mir nicht ganz so, das begreife ich nicht so hundertprozentig. Was ist denn mit dem Gausswerfer, der Raketenwerfer? Der ist auch leicht, oder wie? Beeinträchtigt nicht? Na gut. Kurz schauen, Bild ist da, läuft. Gut, ja, was soll man machen? Ich würde sagen, wir starten. Schnappen uns mal zur Abwechslung die Scharfschützengewehre und lassen.
Oh, wir starten schon auf dem Dach. Das ist natürlich sehr günstig. Ausgewählt. Vielleicht mal für alle. Hallo. Ja. Ist natürlich der ideale Ort. Wir können mal schauen. Ja, das. Was habe ich gerade eben Ausgewählt. gesagt? Oh, das schreit nach Gausswerfer. Nicht, ja, dann schießen sie auch mehrfach. Schieß doch einmal, das reicht. Ja, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Ausgewählt. Also während des Kampfes mal geschwind zu wechseln. Wie? Ich dachte, die leben noch. Das hat mich aber auch schwerst verwundert. So, und da kommt der nächste Drop. Zisch macht's da. Wieder ein Dreier-Trupp ausgeschaltet, okay. Aber hier kommt der nächste Trupp. Heute mal aus der Richtung. Tok, 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 tok. Ich mag ja die Sounds, muss ich sagen. Ich habe es mal einen Hauch lauter gestellt. Weil ich finde das eigentlich ganz angenehm, muss ich gestehen. So, die 4 marschiert mal vor. 3 stellt sich daneben. Ausgewählt. Und die 1 geht auch mal darunter. Ausgewählt. Und die 2 hält oben die Stellung. Ja, natürlich die, die haben. Okay, die 1 hat doch keinen Bock. Das sind wohl Wachleute hier, ne? Ja, greif mich ruhig an, das ist eine tolle Idee. Steckt er die Waffe wieder weg? Jetzt hat er doch Bock, mich anzugreifen. Auch gut, dass die regenerieren. Ausgewählt. Das ist halt wirklich mal ein absoluter Traum. Ein absurder Ausgewählt. Traum ist das. Gut, was haben wir gesagt? Überreden, genau. Überreden. Wir gehen über die Straße. Oder random viel über, eher. Das sind wahrscheinlich dann Wachleute. Ja, aber die sind ja ein schlechter Witz. Überall stehen die und. Ah, da oben ist noch ein weiterer. Ja. Aber er greift nicht an. Das heißt, sie wird hier oben im Gebäude stecken. Richtig? Mal schauen, genau nördlich von uns. Ja, das muss hier drin sein. Also hier sitzt die gute. Links haben wir noch einen Soldat. Was ist denn hier los? Was war das denn? Selbstmordkommando? Ich habe da nicht hingeschossen. Oder kann ich so weit schießen? Vielleicht ein Querschläger. Oder 4. 4 Querschläger haben die direkt ausgeschaltet. Ich glaube nicht. Jetzt kommt wieder der komische Konvoi an. Was soll das denn hier? Was haben die für eine Bewaffnung? Pistole. Was ist das denn für ein Schrott? Und der macht auch wieder nichts. Ausgewählt. So. Knall den mal ab. Das war's. Hä? Ausgewählt. Was ist denn im Osten los? Nichts Neues, ne? Ja, mir gefällt das nicht. Am liebsten würde ich rumlaufen und erstmal die ganze Gegend sondieren. Ausgewählt. Ja, hier vorne ist der Eingang. Wo ist denn? Da steht auch eine Wache hier. Man sieht sie nur nicht so. Ist hier eine Wache? Oder ist da keine Wache? Man sieht so schlecht. Oder ist die unterirdisch? Habe ich gerade irgendwas gesehen? Genau gesehen. Na? Der hat geschossen, oder? Hat der auf mich geschossen, der Hund? Ach, da ist er. Da steht er. So. Überzeugung aktiv. So, Wachmann gehört mir. Ja. Soll ich sagen, rein ins Gebäude. Ran ins Gebäude, rein ins Gebäude. Dann raus aus dem Gebäude. Es sei denn, sie werden jetzt aggro. Jetzt setzen sie sich in Bewegung. Sehe ich das richtig? Ausgewählt. 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 Na?
Dem auch nur MPs, okay. Ausgewählt. Gut, der macht mal. Der passt mal auf. Ausgewählt. Ausgewählt. Oh. Trifft natürlich wieder nicht. Hallo? Ja, geht doch. Ausgewählt. Kommt der nächste an. Ausgewählt. Ja. Mal runter zu meinen Männers, wenn's recht ist. Ausgewählt. Komm, lass mal zurückschießen. Ausgewählt. So, wie sieht's hier aus? Oh Mann, der läuft dem Feind entgegen. Interessante Idee. So, was heißt? Unterirdisch oder? Ne, da laufen sie. Ja, aber laufen sie denn? So, über die Straße. So, die passen auf. Ich würde sagen, alle mal mit Bewaffnung los. Schnell einfach durchrennen. Und notfalls jetzt feuern. Ah, den geht's aber ganz gut. Den geht's so gut. Ausgewählt. So, hoch da. Das war eine saubere Aktion. Halt! Sie ist noch beschäftigt. Wo geht sie hin? Oh je, die dreht völlig hohl. Ausgewählt. Wo läuft sie denn hin? Was in... Ist sie verbuggt? Jetzt ist sie durch die Wand? Nee. Ja, So, kommen Sie ran. Was war das denn für eine Aktion? So, Waffe weg. Mit Superhirn und allem drum und dran. Pipapo. Ein Wachmann haben wir auch überzeugt. Ja, wenn die Dame jetzt mal hier sich einfinden würde, dann könnten wir das tatsächlich... Ach, vielleicht haben wir es auch schon unten. Machen wir egal. So, hier hoch damit. Komm. Bleib an der Wand hängen und... Auftrag erledigt. Jawohl. Das ist doch richtig schön. Ja, da kommt leider so ein bisschen die Steuerung in die Quere und natürlich auch wieder die Mission. Oh, es kommen 16 Agenten, die zerstört werden wollen und mit Pistolen an. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass sie die vielleicht nachträglich reingesetzt haben. Kann das sein? Dass sie gedacht haben, ja, die Missionen so sind ein bisschen zu langweilig. Wir brauchen mehr Action. Wir haben noch die ganzen Waffen. Und wir machen das am besten, ja, selbstverständlich. Wir schicken einfach immer eine riesige Horde von Cyborgs auf die armen Agenten des Spielers. Finde ich komisch. Sehr, sehr, sehr komisch. Gut, ich würde sagen, wir arbeiten uns weiter vor. Zair, was gibt's hier zu tun? Bäumchen, wechsel dich. Personalbeschaffung. Ach, okay. Der Chef der örtlichen Polizei zieht sich nach einer langen, erfolgreichen Karriere in den Ruhestand zurück. Nie ist er vom Pfad der Tugend abgewichen, es sei denn, wir baten ihn darum. Sein Nachfolger soll einem anderen Syndikat verpflichtet, verpflichtet und daher nicht so entgegenkommend sein. Ihre Einheit soll er soll ihn überzeugen, dass ein Freundschaftsbesuch und ein Plausch in unserem Hauptquartier auch in seinem Interesse liegen. Na, von mir aus, Syndikat-Info, das Syndikat, das den neuen Polizeichef sponsert, hat von unserem Plan Wind bekommen und eine Schutztruppe aufgestellt. Aha. Polizei ausschalten, wie? Zielobjekt Info. Das Zielobjekt befindet sich in dem Gebäudekomplex im Nordwesten der Stadt. Er dürfte entschieden schwieriger zu überzeugen sein als ein normaler Zivilist. Da Polizei-Cyborgs spezielle Abwehrchips erhalten. Außerdem nehmen wir an, dass es sich um ein bewaffnetes Modell handelt. Aha. Ja, das soll uns nicht weiter stören. Das heißt, wir übernehmen einfach vorher ein paar Leute und dann ist das gut. Und dann übernehmen wir den Experiment. Wahrscheinlich ist er wie so ein Agent.
Aber schön, dass wir uns jetzt quasi mitteilen. Oh, man muss vorher noch andere übernehmen. Durch die Blume zumindest. Taktik. Der Polizeichef dürfte für ein bis zwei Agenten mit leichten Handfeuerwaffen und einem Überzeugungsstrahler kein Problem sein. Schwieriger zu knacken sind die Kampf-Cyborgs des gegnerischen Syndikats. Ach, die sind wieder dabei. Aha. Wenn Sie eine kleine Gruppe von Agenten einsetzen, halten Sie sie dicht beisammen für maximale Feuerkraft. Setzen Sie eine größere Einheit ein, versuchen Sie, den Feind in einen Hinterhalt zu locken. Lassen Sie sich auf keinen Kampf ein, doch solange das Zielobjekt in der Nähe ist. Achso, den neuen Polizeichef nicht zu gefährden, schätze ich mal. So, was sagt die Le Carte? Okay, wir sind wieder in so einem großen Gebäude mit hier der Rampe an der Ostseite. Nordwesten haben sie gesagt. Wahrscheinlich so eine kleine Hütte hier am Rand, ne? Hier wieder ein, was ist das, eine Bahn oder so ein Kanal? Zwei Übergänge. Okay. Kann man also ganz gut verteidigen. Oder wir stellen uns einfach erstmal hier an. Genau, wir bleiben einfach mal hier oben stehen, stellen uns hier an die Gebäudewand und warten mit Scharfschützengewehren. Wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen werden. So, ich denke mal, drei Scharfschützengewehre sollten wieder überaus reichen. Gausswerfer wieder, wenn sie sich, ne, ein bisschen bündeln. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, wie bei Doom. Muss man aufpassen, dass man freies Schussfeld hat, weil wenn der irgendwie in zweiter Reihe steht und vor ihm ist ein Geländer, Sayonara. Dann ist da nämlich nichts mehr mit Agenten. Die Explosion kommt dann nämlich postwendend direkt bei uns. Und was auch ein bisschen nervt, man hat es ja das letzte oder vorletzte Mal gesehen, der schießt nicht einmal, der schießt zweimal. Genau, jetzt gerade eben haben wir es ja gehabt. Da hat er gleich zweimal geschossen. Piu, piu. Warum nicht einmal dann so ein bisschen Cooldown? Weil die Explosion und sowas muss ja erstmal, ne? Bisschen schade, weil dann schießt er mehrfach in eine Gruppe. Nur weil die noch nicht den Löffel abgegeben hat, ist ein bisschen schlecht. Aber man hat gesehen, gut, es war natürlich, wenn ich überlege, dass sie nur Pistolen haben, völliger, wie sagt man so schön, Overkill. Aber gut, so gut. Ausgewählt. Genau. So, Ausgewählt. wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, aber das machen wir gleich. Zunächst einmal müssen wir leider wahrscheinlich wieder mit Scharfschützengewehren ran. Halt, nee, war schon gut. War schon richtig. War richtig gut. So, schau mal, wo sie kommen. Von wo sie kommen. Ich habe eine Vermutung, ja, da sind sie schon. Der läuft schon in die Richtung. Der läuft auch in die Richtung. Ja, wie gesagt, das finde ich halt wirklich schwachsinnig. Die wissen halt sofort, dass ich da bin. Vielleicht, weil ich mit diesem riesigen Zeppelin ankomme, aber da sitzt ja eigentlich ich drin, deswegen habe ich ja die Übersicht, ne? Was machen wir jetzt? Greifen wir an? Fangen wir an zu dingsen. Überzeugen. Ausgewählt, ausgewählt, ausgewählt. Na gut, machen wir das. Wenn die eh nicht so richtig wollen. Und vor allem, ich habe nur zwei Stück gesehen. Zwei Stück. Zwei ganze Soldaten, Agenten. Vielleicht reicht das ja. Gut, dann gehen wir mal auf ans fleißige Überzeugen. Der Überzeugerstrahler ist auf Mittel eingestellt. Ja, Hälfte bleibt wieder oben. So, okay. So. Wie war das? Vier Stück brauchen wir, glaube ich, ne? Vier normale Männlein, dann können wir anfangen. Ah, jetzt sind die wieder hochgelaufen, die schwach gelaufen. Die Idioten. Idiot! Ah, ja gut, dann bin ich selber schuld. So, was macht ihr? Raffen es wieder nicht. Wir müssen mal ganz kurz ausharren. Und jetzt haben sie begriffen, und der Feind kommt hin. Der läuft sehr, sehr, sehr langsam. Bei sehr langsam laufenden Feinden bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Vielleicht sind das irgendwelche krassen Typen mit Superbrains, die halt ein bisschen langsamer sind, aber auch nur zu Fuß. Ja. So, hätten wir vier Stück. Das müsste eigentlich ausreichen für die Polizei. Ja, ist okay, wenn die langsam da rumkriechen, dann rennen wir einfach so schnell wir sind. Schnell uns die Füße tragen, rennen wir einfach und schnappen uns jetzt die Polizei. Jawohl, funktioniert.
So, schön Überzeugungspunkte sammeln. Dann warten wir einfach hinter der Häuserecke und übernehmen auch den Rest. Das dürfte nämlich eigentlich wunderbar funktionieren in so einer Häuserecke wie dieser. Ja, da drin vielleicht nicht, aber hier sowas. Das sieht verlockend aus. Genau, dann machen wir das hier oben. So. Oh je, geht schon los. Nicht mehr bewegen. Was hier? Oh ja, da kommt einer. Hoffentlich übernehme ich den jetzt. Wenn ja, habe ich schon gewonnen. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Übernommen. Oh, da wurde einer weggelasert. Okay, neuer Plan. Ausgewählt. Ausgewählt. Wir machen einfach mal beides. So, die können jetzt mir. Da hinten kommen noch zwei. Ja, die sind auch meine. So schnell kann es gehen. Ausgewählt. Ausgewählt. So, unten macht's bumm. Damit kommen wir aber klar. Ja, da hat nicht so viel überlebt. Haben die meine ganzen Überzeugten eliminiert? Ich glaube schon, ne? Ja. War mir schon klar, ne? Wenn die immer so langsam durch die Gegend kriechen, da sind zwar die langsamen, aber schweinetödlichen Gegners. So, einige übernommen. Ja, so richtig schnell werden die aber trotzdem nicht. Auch mit meinen... Ja, leicht verbesserten Soldaten, Agenten. So viel Polizei, aber das stört uns nicht. Hier ist das wahrscheinlich, ne? Das Gebäude? Nein, dahinter. Hä? Ist das die Frau? Nee, dahinter. Das ist er, okay. Und er ist ja angeblich bewaffnet. Kommen wir da rein, finden wir noch raus. So, die sind wieder im Gebäude gefangen. Ist auch schwierig. Sehr, sehr schwierig. Nun gut, dann können wir jetzt verlangsamen und wir schicken ausgewählt nur unseren Überzeugemann rein. Von der Seite angreifen wäre natürlich noch schicker, aber kommen wir nicht hin. Heißt, na, vielleicht doch. So, mach mal, nutz mal dein Hirn. Kommen wir da hoch? Nein, leider nicht. Na gut, dann muss es sein. Frontal, auf ihn zu. Okay. Ist da ein Durchgang oder wie? Oder was? Offensichtlich. Läuft. Ausgewählt. Renn einfach auf ihn zu. Evakuieren. Evakuieren. Halt, können wir wieder ausmachen. Ausgewählt. Ausgewählt. So. Autochen können wir vielleicht requirieren. Ne? Gut. Dann muss es ohne gehen. Ich hoffe, die Polizei hält uns jetzt nicht an. Aber warum sollte sie das tun? Es sind noch unbescholtene Bürger, die einfach nur mit dem Polizeichef spazieren gehen. Das kann ja nichts Schlechtes sein, oder? Achso, wieder zum Hauptgebäude. Na gut. Achso, das sind die Soldaten, die Agenten, die hier so ein bisschen langsamer unterwegs sind. So, oh Gott, hoffentlich läuft er nicht die Rampe hoch. Sehr gut. Einwandfrei, der kennt sich aus in der Stadt, der weiß, wo es lang geht. Der verirrt sich nicht, das ist gut. Oh, jetzt läuft er doch zurück. Hat er was vergessen? Pausenbrot oder wie? Feldsport für die lange Reise. Ja, so lang ist die Reise nicht. Wir fliegen gleich zu unserem Hauptquartier. Ist er das? Wahrscheinlich. So, ist fein. Kommen Sie mit. So, wir müssen eigentlich ausreichen, wenn wir da drunter stehen, oder? Wir müssen ja nicht da nach oben. Hier müsste das reichen. So, er kommt
Ja, flinken Fußes rennt er uns hinterher. Na, nicht da oben? Jawohl, ja, die KI. Manchmal hat sie Aussetzer, aber manchmal klappt das mit der Wegfindung auch erschreckend gut. So, kommen sie ran. Wieder mal eine Überzeugung mit... Erledigt. Genau. Ja, Party Party. Robbie Bubble. So, Trefferquote 100%. Das kann sich sehen lassen. Ja, irgendwie haben die es gelernt. Wer rebelliert, bekommt mit dem ganz, ganz, ganz groben Holzhammer. Und deswegen halten die mal schön die Füße still. So, Afrika ist sehr glücklich. So, ganz was Neues. Unzufrieden. Oh, das klingt nicht gut. Der Irak macht wieder Ärger. Na, und sobald wir den nicht mehr brauchen, können wir da wieder einrücken. Dann haben wir schon wieder einen Bösewicht. Auf den wir das alles schieben können. Das ist natürlich immer super. So, Kenia. Ja, machen wir mal. Was ist in Kenia zu tun? Martys Flucht. Moment. Der vom C64? Hieß er Marty? Wie hieß er noch? Monty. Ach, nee, egal. Geleitschutz. Aha. Eine unserer verdeckten Ermittlerinnen ist von einem Maulwurf in der Personalabteilung enttarnt worden. Krass. Cyber. Maulwurf. Zurzeit ist in der nahegelegenen Stadt untergetaucht. Aber mehrere Syndikate haben ihr Jagdtrupps auf die Fersen gehetzt. Unnötig zu erwähnen, dass niemand außer uns Zugang zu ihren Datenspeichern bekommen darf. Wir werden sie in der Nähe absetzen. Danke. Geben Sie ihr mit Ihrer Einheit Geleitschutz bis zum vereinbarten Treffpunkt. Punkt. Syndikat-Info. Unsere Radarabtaster haben 3 Landeschiffe mit Flugziel Stadt ausgemacht. Aus Erfahrung wissen wir, dass jedes davon eine Kampftruppe von 4 Cyborgs aufnehmen kann. Aha, rechnen also mit einem Dutzend Gegner. Lächerlich. Lächerlich. Taktik. Halten sich den Gegner mit weitreichenden Waffen vom Leibe. Also ganz eine neue Idee. Können wir mal Spaß aber umsetzen. Kommt er zu nahe, könnte ein Zufallstreffer oder Querschläger unserer Agentin beschädigen. Aha. Sie wurde sehr sorgfältig programmiert und wird selbst einen Weg nach draußen finden, aber sie braucht Feuerschutz. Ach nein, bitte nicht. Eine Escort-Mission. Nein. Gegen die Jagdeinheiten 2 oder 3 Agenten ausgestattet mit Pistolen und weitreichenden Gewehren soll in der Lage sein, den Job zu erledigen. Mit Pistolen? Wollt ihr mich verarschen? Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Wo man Pistolen noch geschossen hat. Egal. So, wir müssen... Hier wäre es natürlich ideal, wenn wir hier auf den Platz kommen. Dann könnten wir von dort aus agieren. Ach ja, das ist wieder so ein komisches Gebäude mit der Garage da unten. Das heißt, hier müssen wir dann noch schnell runter oder wo auch immer der Eingang nochmal war bei dem Gebäude. Man erkennt die auch schon in der Zeit, ne? Das ist ganz komisch. Genau wie diese hier, diese viereckigen Dinger. Man weiß mal genau, was das ist. Was ist... Ein Dutzend wurde abgesetzt. Sind die roten Punkte jetzt schon alle Agenten oder was sehe ich denn hier eigentlich? Wäre auch schön, wenn man die roten Punkte erst dann sieht, wenn man das Maximum eingekauft hat, ne? Okay, das sind 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da oben haben wir nochmal 4. Oh Gott, sind ja viel, viel, viel mehr. Viel mehr sind wahrscheinlich Wachleute, ne, die man sieht. Egal, wir nehmen einfach mal an. Hoffentlich ist es nicht wirklich eine Escort-Mission. Und wenn... Hoffentlich rennt die nicht wirklich los wie eine Idiotin und wir müssen hinterher. Das wäre eher ungünstig, weil, vielleicht müssen wir irgendwie mit überschlagenem Vorgehen arbeiten. Zwei rennen schon mal vor, räumen schon mal vorher alles auf und der Rest zieht dann nach. Und dann rinse and repeat, wie der Franzose sagt. Okay, sollen wir den... Gausswerfer mal zu Hause lassen? Fragezeichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte sich als sehr schlecht erweisen. Vor allem, wie so Einkaufen, Verkauf gleich ist, ist irgendwie auch... Naja, gut. Ich würde sagen, Laser ist wieder angesagt, ne? Und ja, ich habe gesehen, einer wurde weggelasert. Und den hat sofort... Der hat sich einfach nur aufgelöst. Da können wir aber dann nichts... Ah, das Gute ist, dann haben sie keine Bomben.
Wenn ich sie weglaser, dann ist da niemand mehr, der Bomben fallen lässt, die dann hochgehen. Ah, ich verstehe, ich verstehe, verstehe. Hoffentlich bekommt der Feind niemals selber Laser. Das wäre sehr unangenehm, wenn meine plötzlich verschwinden. Verschwindibus machen. Wie kaufen? Achso, annehmen. Nicht kaufen, annehmen. Nehmen wir den. Ausgewählt. Oh, geht schon los. Ausgewählt. Ja, vielleicht mal bei Ausgewählt. allen. Ja, geht schon los. Okidoki. Auftrag gescheitert. Ja, hat mir fast schon gedacht. Die läuft tatsächlich da. Oh Mann. Okay. Das ist tatsächlich eine Escort-Mission, wie sie im Buche steht. Und wenn die noch Bomben fallen, lassen das alles vermint. Und die hohle Nuss läuft dann da einfach durch. Oh mein Gott, was ist das für ein Quatsch? Das wird wieder unangenehm ohne Ende. So viel hat er geschossen, aber wahrscheinlich nur einer, ne? Der Rest, ja gut, der Rest hat nur dumm zugeschaut. Auch wieder clever. Also waren das tatsächlich die Feindpunkte. Gut, dann würde ich sagen. Oh je. Ausgewählt. 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 So, direkt vor. Schön mittig reinstellen. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Die haben verdammte Bomben. Ach du Scheiße. So, jetzt Langstrecke. Wo läuft sie denn hin? Nicht dahin! Lauf doch nicht da lang, du dumme Nuss. Oh nee. Ja, scheiß die Wand an. Lauf doch nicht dahin. Auftrag gescheitert. Oh Gott, das verspricht zum Kotzen zu werden. Wie machen wir das am dümmsten? Laser, habe ich doch gerade eben gesagt. Mein Gott. Wir lasern die alle weg. 12 Mann weglasern. Ist das eine gute Idee? Zumindest die ersten müssen weggelasert werden. Okay, dann machen wir das so. Dann verschwinden die und lassen keine Bömpchen zurück, weil das hat so nicht funktioniert. Okay. Oder ich nehme alle Bomben auf, sobald sie fallen gelassen werden. Das heißt, dann nehme ich nur irgendwie eine Minigun-Geschichte mit und der Rest wird aufgesammelt. Ist auch Quatsch. Wenn immer die Lasern gut ist. Oder? Fragezeichen. So. Ausgewählt. Alle Ausgewählt. ausstatten mit Ausgewählt. Lasern. Super schlau. Ganz langsam bitte. Ja, es war ein bisschen intensiv, kostenintensiv. Hoffentlich geht er nicht auf dümmliche Polizei los. Der Trupp. Ausgewählt. So, jetzt Laser. Und jetzt wieder Fernkampf. Was macht sie auf ein. Ach, ins Auto. Steigen Sie ins Ausgewählt. Auto ein. Nein, nein. Ausgewählt. Oh nein, 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 nein. Steig ins verdammte Auto. Oh Mann. Ach, das wird nix. Ja, hoffentlich knallen sie schon vorher ab. Okay, wir müssen einfach mal vorlaufen. Ja, ich sehe auch, dass da eine Bombe liegt. Oh Mann. Nicht explodieren. Jetzt nicht hochgehen. Jetzt noch nicht hochgehen. Boah. Spannung. Spannung. Peng, peng, peng. Macht sie. Ja, ich weiß, ich weiß. Hat noch irgendwer Lasers? Nee. Keine mehr Laser. Nee, oder? Sie ist wieder krepiert. Auftrag gescheitert. Oh, ist das eine Scheiße. Ja, ich glaube, das müssen wir anders machen. Da müssen wir wirklich mit Lasern arbeiten. Die dürfen. Da darf nichts übrig bleiben von den Kollegen. Oder Flammenwerfer. Das wäre auch eine Idee. Machen wir Flammenwerfer-Action? Flammenwerfer, einen Flammenwerfer mit.
Oh, das ist ja eine super spaßige Mission. Also entweder Laser, was schweineteuer ist, oder wir haben es ja eh, scheiß drauf. Oder wir machen hier wirklich die, ja, die haben nicht viel Munition, 5 Schuss. Müsste ja eigentlich reichen, aber ich glaube, das wird nichts. Oder ich schicke die einzeln vor, das wäre auch eine Idee, aber da kommen so viele Gegners. Vielleicht einen Irren mit einem Flammenwerfer. Das ist ein Laser. Das ist ein Flammenwerfer, hast du gut gemacht. Fein hast du es gemacht. So. Ich würde ja gerne den Schutzschild in die Hand drücken. Oder 2 Mann mit einem Flammenwerfer. Tja. Probieren. Vielleicht den ersten. Ausgewählt. Ausgewählt. So. Direkt mal der Kranke mit dem Flammenwerfer. Ja, schon mal gut. Gut gelaufen. Oh je. So, eins hat doch auch noch. Auftrag gescheitert. Ach, leck mich doch. Wer hat jetzt erschossen, durch der Schwachkopf? Oh, kann ich durchdrehen. Wieso geht das nicht? Vielleicht die ersten doch mit dem Laser weg und dann die Flammenwerfer. Schwierig. Ah, Flammenwerfer. Was war das jetzt? Ja, Auftrag. Ja, annehmen. Ja, okay. Das ist, funktioniert. Oder sollen alle den Flammenwerfer benutzen? Was habe ich denn dafür verkauft? Ach, ne, irgendwelche Schrottwaffen, ne? Ja. Müsste eigentlich reichen. Also eins und drei, die machen das schon. Und starke Arme haben sie ja so auch. Die sind also schnell unterwegs gewesen. Sollen wir da vielleicht nochmal die... Komm, die kriegen jetzt die Stufe 3er Ärmchen. Das sind Beine. Arme Stufe 3 kaufen. Arme Stufe 3. So arm sind die gar nicht. Wir sind nämlich bei arme Leute, deswegen machen wir das hier auf Stufe 3. Wir haben eh zu viel Geld und irgendwo muss das Geld ja mal hin. Okay, überlegen wir mal, was machen wir da? Oder sollen sie alle den Flammenwerfer benutzen? Ne, wir stellen erstmal den Laser ein und dann gehen wir mit einzelnen vor, die mit dem Flammenwerfer. Den ersten Bereich mit dem Laser klären. Wäre eine Idee, ne? Stellen wir da hin, also als Wachleute rennen wir da runter und lasern erstmal alles weg. Obwohl, das kann ja auch einer machen. Wieso muss das auch wieder so schnell gehen? Und ich komme mit der Steuerung nicht schnell genug hinterher. Ich habe nachgeladen, ne? Ausgewählt. So, alle nehmen den Laser. Sehr schön. Piu, klingt aber gut. Wer hat? Der hat. Ausgewählt. So. 4 hat jetzt was zu tun. Flammenwerfer. So habe ich mir das gedacht, ja. So, an die Ecke stellen. Flammenwerfer. Und der Rest. Genau. Der Rest regelt's anders. Oh je, schlecht. Er schießt. Hä? Wir haben hoffentlich keine Bomben dann, ne? Dann muss er das machen. Ziel, will er. Polizei, bitte legen Sie Ihre Waffen nieder. So, nur ein Flammenwerfer, reck dich ab, Junge. Oh nein. Okay. Oje. Lass den Frieden. Jetzt nervt mich die Polizei, ich glaube, ich spinne. Sie greifen sie ja gar nicht an. Ausgewählt. Oh Mann. Ausgewählt. Was ist mit ihm?
kurz. Ja. Die anderen stehen jetzt nur dumm rum. Da fehlt noch einer. Ausgewählt. Hier läuft noch durchs Gebäude. Okay. Völlig schwerelos. Ausgewählt. Hä? Stehen wir uns einfach daneben und flammenwerfern die weg. Funktioniert nicht so richtig. Ist noch wer? Nur wo? Okay. Eine brennende Fackel läuft hier längs. Ausgewählt. Junge, 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 was für eine komische Mission. Ausgewählt. So, wir haben noch ein bisschen Laser am Start. Polizei, bitte legen Sie Ihre Waffen nieder. Ja, komm. Unten rechts, in dem Gebäude ist noch wer. Wo läuft sie denn hin? Da ist noch einer. Der kriegt den Laser ab. So ist schön. Ausgewählt. So, wo läuft sie hin? Ich hoffe, die bleibt nicht stecken. Polizei! Ist selber schuld. Ausgewählt. Wo ist er? Ach Gottchen, der läuft ja sonst wohin. Ja, komm raus da. Ausgewählt. Ich glaube, das waren sie alle, ne? Alle Soldätchen müssten jetzt... Und sie läuft irgendwo hin. Okay. Läuft sie hier? Die will unbedingt ins Gebäude rein, oder wie darf ich... Das verstehen? Ah, hier, Copy-and-Paste-Gebäude. Ja, aber dies... Ist er denn? Steckt er in irgendeinem anderen Stockwerk fest? Oh Mann, total verblödet. Wegfindung oder Wegnichtfindung? Sag mal. Wo hast du dich denn verlaufen, du Schwachkopf? Na okay, du Idiot, wirst jetzt mal... Ausgewählt. Du wirst nicht ausgewählt. So, schützen müssen wir sie. Ach, die möchte bestimmt hier raus. Ja, was ist denn jetzt? Sie geht spazieren. Muss ich ein Auto besorgen? Müssen wir raus? Boah. Müssen wir rausfahren? Oder was ist hier los? Auftrag erledigt. Ah, das war's. Sie muss einfach nur ins Gebäude. Aha. Ah, das ist ja schick. Hier ist ein Hochsitz. Okay, da muss sie also hin in das Gebäude und jetzt ist alles gut. Von A nach B. Alles klar. Okay, das war nervtötend. Eine nervtötende Mission. Aber die Idee mit dem Laser und dem Flammenwerfer, das war natürlich Gold wert. Wobei natürlich der Laser leider ein bisschen ja, zu viel Munition gefressen hat, muss man sagen. Eigentlich müsste er reichen, ne? Weil es waren 12 Agenten und wir haben 4 Leute mit jeweils wahrscheinlich 5 Schuss oder so. Das hätte eigentlich ja funktionieren müssen, hat's aber nicht, aus unerfindlichen Gründen. Warum? Naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie alle gleichzeitig geschossen haben oder sowas. Auch wieder die alte Leier. Ja, hätte man wahrscheinlich mit Einzelnen arbeiten müssen, bis die sich leer geschossen haben. Aber der Flammenwerfer, der hat sie gerichtet und der Rest hat sozusagen einfach nur aufgepasst. Das hat funktioniert. Wahrscheinlich wurden aber auch ein paar Polizisten weggelasert. Das passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Naja, ein paar Querschläger oder wie auch immer. Sollte vielleicht nicht mit denen passieren, weil die sind sehr, sehr teuer. Aber die Munition haben wir eh, von daher, was soll es? Gut, das war's von Syndicate, beim nächsten Mal geht's weiter, dann holen wir uns den Rest von Afrika. Hurra! Bevor es andersrum läuft, ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.